Ich bin überzeugt davon, das macht den FC Bayern einzigartig, denn ich weiß von keinem anderen großen Club, dass er diese Fanclub-Besuche so macht wie der FC Bayern München. Ja, direkt seine Urkunde und ich habe die Ehre, die zu überreichen. Kennzeichen im Vereinsheim oder Rotzeichen, man trifft es, oder auswärts mitten über Busseinhänger. Also da kann man schon stolz sein und vor allem der Verein ist natürlich froh, dass es solche Vereine wie euch gibt. Und es schafft dann auch Nähe und deswegen ist mir das auch wichtig. Es gibt kein direkteres Feedback und die bessere Wahrheit, wie mit den Menschen zu sprechen, die es angeht. Wie lange haben wir? Ja, ich bin auf jeden Fall vorbereitet für die nächsten Spiele, weil ich auch so eine kleine bayerische Olympiade machen musste. Und ich glaube, es war immer ein Duell auf Augenhöhe gewesen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn wir die nächsten 3 Punkte einfahren, wissen wir, wo es herkommt. Die 14. Ja. Nummer 14. Was passiert? So. Erst- und Zweitlieblingsverein. Mein Erst- und mein Zweitlieblingsverein. FC Bayern und Peselwand. Hello. You see us? Yes, yes, I see you. Hello, Matthias. Hello, hello. There are international fan clubs from Mongolia, from Korea, from Japan. Very firefighters.
It's been a fun day, of course. As players, we always try and give back to the fans as much as possible, and coming out here to meet them is, you know, it's been a good day for them and for me as well. I want to say thank you from the bottom of my heart. You know, we really appreciate it, and hopefully we can bring the Champions League back here. Ja, bis bald im Stadion. Ciao, ciao.